Willkommen zurück, Digimon-Freund, hier bei Digimon Story Cyber Sleuth. Ja, im letzten Part haben wir die Mission für Haguru. Wir haben einige Missionen eigentlich erledigt, nachdem wir gegen einen Verschlinger gewonnen haben. Die letzte Mission hat uns dann ja auf die Suche nach einem Zahnrad geführt für Hagurumon. Und wir waren in einem Gebiet, in dem man ziemlich starke Gegner hatte. Ich habe da jetzt noch versucht, ein bisschen zu leveln. Das hat sich dann als etwas schwieriger herausgestellt. Ja, deswegen habe ich das Gebiet verlassen und möchte jetzt hier die Mission abschließen. Das ist jetzt auch geschehen. Und ja, jetzt haben wir nichts mehr zu tun. Ja. Und wir haben im letzten Part ein Devimon und ein Leomon bekommen. Will ich nochmal betonen. Das ist nämlich immer ziemlich krass. Ziemlich krass. Okay. Kyoko sagt, wir sollten mal zur Kreuzung nach Shibuya gehen. Können wir machen. Gehen wir mal einfach nach Shibuya. In Shibuya waren wir auch, glaube ich, noch gar nicht. Also, neues Gebiet für uns. Neuer Zielort Shibuya. Hier. Okay. Ich glaube, die Kreuzung kennt man auch so ziemlich aus. Ja. Aus Tokio eben, ne? Das ist diese große Kreuzung. Ich meine, es gibt in Tokio sehr viele große Kreuzungen. Aber hier ist ein armes Schulmädchen. Warum werde ich nicht beachtet? Niemand bemerkt mich. Nicht eine Person. Doch ich. Aber wehe dem, der den Eingang findet. Wer ihm passiert, dessen Hoffnung schwindet. Ja, eine weitere komische Person in diesem Spiel. Was soll ich sagen? Die sind hier alle einfach ein bisschen creepiger. Okay, hier komme ich nicht drüber. Ne, da hinten komme ich nicht hin. Hier komme ich nicht rein. Ja, die Leute sagen zwar was, aber nichts Sinnvolles wahrscheinlich. Hier ist nicht wirklich was. Da komme ich zum Digilab, okay. War es das, was Kyoko wollte, dass wir einfach hier hingehen und dann von diesem Mädchen erfahren? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt nochmal ins Büro. Der Boden dort ist faszinierend, okay. Schaue ich da jetzt nochmal vorbei. Ah, hin und her. Der Boden hier ist faszinierend, ja, okay. Geht's hier noch weit? Oh, hier geht's tatsächlich noch weiter. Hier ist nichts eigentlich. Hier ist ein Laden. Was gibt's denn hier? Oh. Ja, aber ich spare weiterhin. Ich bin immer so ein kleiner Geizhals in Spielen. Hier kann man auch reingehen. Okay. Die Tür geht's wahrscheinlich nicht, nein. Okay, dann merken wir uns diesen Ort einfach mal. Und hier gibt es eine Kiwimon-Medaille. Ah, hier geht's nur zur Karte. Das ist nicht so wichtig. Ich finde, dass die Autos hier auch einfach anhalten, wenn ich hierher gehe. Da geht's jetzt nicht weiter. Hier komme ich nicht rein. Dann rede ich jetzt doch mal mit den Leuten, aber die reden von Eden, aber nicht wirklich. Etwas, das uns weiterbringt. Ja, ich muss sagen, ich bin überfragt. Ich, weiß nicht, was das Spiel jetzt von mir möchte.
Das Einzige, was ich jetzt nochmal gucken könnte, wäre, ob es irgendwas an neuen Missionen gibt, aber. Tatsache, hier ist ein neuer Fall. Diagonalpentagramm. Vom Inoden-Okkultismus-Club in Shibuya. Okay, dann müssen wir erst hier die Mission annehmen, bevor es weitergeht in der Story. Ah ja. Du bist also die Präsidentin des Inoden-Okkultismus-Clubs, ja? Ja, und ich heiße Meiko Kusho. Gut, was hast du denn heute für uns? Ich möchte, dass ihr für mich ein Experiment durchführt, um eine Großstadtlegende auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das klingt interessant. Sowas bekommen wir nicht hier oft zu hören. An welche Legende hattest du denn gedacht? Sie heißt Shibuya Hirasaka und besagt Folgendes. In der Nähe der Shibuya-Kreuzung befinden sich fünf Hügel, jeder in einer anderen Richtung. Wenn man fünf Personen auf den fünf Straßen in Richtung dieser Hügel schickt und sie auf ihrem Weg zur Kreuzung das Hirakasa-Lied singen lässt, und wenn sie dann die Mitte der Kreuzung erreichen, während sie gleichzeitig das Lied zu Ende singen, dann werden ihre Wünsche wahr, oder was? Nee, aber dann werden tote Personen wieder zum Leben erweckt. Okay, die Legende kenne ich noch nicht. Sie erinnert mich aber an alte Shinto-Geschichten. Aber ich verstehe, was den Reiz der Legende ausmacht. Man muss es durch die Menschenmenge bis zur Mitte schaffen und dabei singen. Es wird gar nicht so einfach, das zu schaffen. Ja, genau. Und wir haben es schon ein paar Mal versucht, aber immer halten uns die Leute oder die Ampeln auf. Aber wir haben Gerüchte über eure Agentur gehört und ich wollte fragen, ob ihr uns vielleicht helfen könnt. Gerüchte? Was erzählt man sich denn so über uns? Zum Beispiel, dass ihr euch um okkulte Fälle kümmert und, naja, Verbindung zu einer anderen Welt habt. Ja, okay, wir haben Verbindung zu einer anderen Welt, die ist aber nicht unbedingt okkult, sondern eher digital. Aber wir gucken mal, was wir hier mit dieser Großstadtlegende anfangen können. Wenn sie dann mal fertig werden mit ihrem Gespräch. Dann schauen wir mal. Aber ein Fall ist ein Fall. Also, fangen wir an, uns vorzubereiten. Wie wäre es, wenn du mit den anderen Mitgliedern des Clubs redest und mehr über die Legende in Erfahrung bringst? Okay, mache ich. Ja, hier haben wir schon mal jemanden. Ja, die Präsidentin. Verflucht, wenn man es hört, schlimmer, wenn man es sieht. Tief in Shibuya müssen wir alle hinübergehen. Bist du allein, musst du tief hinab. Bist du traurig, musst du tief hinab. Ganz unten wartet eine geheime Welt, aber wehe dem, der den Eingang findet. Für ihn passiert, dessen Hoffnung schwindet, dessen Hoffnung schwindet. Das musst du singen, während du zur Mitte der Shibuya-Kreuzung gehst, damit die Legende wahr wird. Okay, hier ist wieder niemand. Gibt es hier noch mehr Leute von euch? Hier ist noch jemand. Egal, wo man in Shibuya hinschaut, überall sind Hügel. Da wären Konosaka, Masaka, Ogansaka. Man könnte fast sagen, dass Shibuya das Tal von ganz Tokio ist. Und das meine ich nicht nur geografisch. Von allen Seiten fließen so viele Informationen und Energie nach Shibuya. Mei glaubt, dass Shibuya deshalb so beliebt ist. Okay. Jetzt ist hier niemand mehr. Hier hinten vielleicht noch, aber ich glaube auch nicht, oder? Nö. Dann gehen wir mal ins zweite Stockwerk. Niemand. Aber da ist jemand. Die fünf Hügel in Shibuya Hirasaka sind Loginsaka, Unkamura Dori, Kuen Dori, Miyamasusaka und Meiji Dori. Wenn man sie auf einer Karte betrachtet, ergeben sie sogar ein Pentagramm. Was? Das kannst du nicht sehen? Okay, wir kriegen sie wirklich mit irgendeinem creepigen Kack zu tun. Mal gucken. Und hier ist noch jemand. Warum ich dieses Maid-Kostüm trage? Weil ich wieder zur Arbeit muss, wenn wir hier fertig sind. Ich bin hergekommen, weil May genug Leute braucht, aber ehrlich gesagt hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Ein Mädchen, das das ausprobiert hat, ist sogar gestorben. Sie hat sich an die Anweisungen der Shibuya Hirasaka gehalten und wurde von einem LKW überfahren, als sie über die Straße gehen wollte. Ich würde es nur schnell hinter mich bringen, damit ich abhauen kann.
Okay, ein Unfall. Aber wie dem, der den Eingang findet, bei ihm passiert. Ah, Kyoko, ne? Okay, dann fangen wir mal an mit unserem Experiment und hoffen, dass niemand zu Schaden kommt. Können alle mich hören? Wir beginnen jetzt damit, die Legende Shibuya Hirasaka zu überprüfen. Und die Musik geht auch richtig ab. Ich habe die Kameras an der Kreuzung gehackt. Ich werde euch alle von hier aus beobachten und nötige Anweisungen erteilen. Haltet eure Augen und Ohren offen und seid auf alles vorbereitet. Jetzt geht es los. Das macht ihr toll. Macht im Tempo weiter. Lilly, du musst etwas schneller sein. Gut, ihr erreicht bald die Kreuzung. Die Ampeln sollten auch mitspielen. Um ganz sicher zu gehen, habe ich sie manipuliert, damit sie uns nicht in die Quere kommen. Ihr könnt also einfach hinübergehen. Okay, es hat geklappt. Und jetzt passiert was? Niemand hier, keine Autos da. Mitten in Tokio sind wir und trotzdem ganz allein. Und da ist das mysteriöse Mädchen. Aber ich komme noch nicht da hinten hin, oder? Oder jetzt doch? Na gut, dann schauen wir mal. Warum werde ich nicht beachtet? Oder vielleicht bemerken Sie mich doch? Und jetzt, wo ist sie jetzt hin? Okay. Ich kann hier nicht mehr leben. Ich kann hier nicht mehr leben und sein. Also werde ich. Was wirst du? Wer bist du? Wie lange bist du schon da? Ich werde sterben und hier bleiben. Hier, ganz unten in Shibuya, in der anderen Welt. Sie ist verschwunden. OMG. Das war knapp. Wenn wir nicht gerade deine Stimme gehört hätten, dann hätte der LKW uns erwischt. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Erzählt mir alles. Okay, das war gerade wirklich creepy. Auf einmal sind wohl wieder die Leute wieder da und die Autos fahren auch wieder und hier wäre fast jemand gestorben. Wir schulden Kommissar Matayoshi mal wieder was für seine Hilfe. Er hat die Aufregung beendet und verhört jetzt den LKW-Fahrer. Angeblich hat der Fahrer keinen von euch gesehen, bis es fast zu spät war. Aber jetzt wird es komisch. Die Menschen an der Kreuzung haben euch die ganze Zeit gesehen, aber ihr habt euch nicht auf ihre Warnungen reagiert. Es war fast, als ob ihr nicht sehen oder hören konntet, was um euch herum vor sich ging. So war es wirklich. Wir wussten nicht, dass noch andere Leute da waren, bis dein Hilfsdetektiv etwas gesagt hat. Und dieses Mädchen, was war das, diese Schülerin, die ihr dort gesehen habt? Ja, das ist sie. Definitiv, das war sie auf jeden Fall. Dann ist alles klar. Was meinst du denn? Wer ist sie? Sie war eine Schülerin, die vor 3 Monaten bei einem Unfall an der Kreuzung ums Leben kam. What the fuck? Was geht hier ab in diesem Spiel? Okay, dass die digitale Welt so ein bisschen ausrastet und dass alles kaputt geht. Okay, I get it. Aber was ist das hier? Hä, was soll dieser okkulte Kram? Sie wurde sogar von einem LKW überfahren. Aber wir haben sie doch direkt vor uns gesehen. Sie wurde wieder zum Leben erweckt. Erinnert ihr euch nicht? Das ist doch die Legende von Shibuya Hirasaka.
Ihr fünf habt also eine Tote gesehen, die wieder auferstanden ist. Ich habe etwas recherchiert. Heute ist Shibuya ein Tal, das nicht mehr mit dem Fluss Shibuya verbunden ist. Er fließt unter der Kreuzung. In Mythen und Religion sind Flüsse oft Grenzen zwischen Welten, wie der Fluss Sanzu in Japan, der Fluss Styx in Griechenland. Wahrscheinlich wart ihr heute an einem solchen Ort. Es gibt viele Bezeichnungen dafür, aber das Ergebnis bleibt einfach gleich. Wie dem auch sei, dieser Fall ist abgeschlossen. Wir sollten beweisen, dass Shibuya Hirasaka wahr ist und das haben wir getan. Wir sollen jetzt das Mädchen in Ruhe lassen. Vergiss nicht, wir sind keine Geisterjäger oder Exorzisten. Das ist nicht unser Job. Wir sind Cyberdetektive, nicht mehr, nicht weniger. Kommt gut nach Hause, passt auf euch auf, dass euch kein echter Unfall zustößt. WTF. Also jetzt könnte ich auch einen von ihrem komischen Kaffee gebrauchen. Das war ja wirklich... Wenn ich alle töte, bringt mir das Glück. Und wenn alle sterben, bin ich glücklich. Mein Gott. Ne. Ey, was geht da ab? Ist da jetzt echt jemand gestorben? Oh mein Gott, das Spiel ist einfach nur mega creepy. Was soll das? Oh, neuer Detektivrang. Jetzt sind wir Azubi. Es geht hoch hinaus für uns. Aber jetzt haben wir auch nichts mehr zu tun. Wir sollen den Eingang von Eden mal besichtigen. Okay. Aber WTF? Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Oh Mann. Naja, gehen wir einfach hier in den Eingang. In der digitalen Welt fühle ich mich relativ sicher. Hier ist der Shit nicht ganz so crazy. Oh, da funkelt was. Und hier ist auch was. Was hast du zu sagen? Aber Mama, ich schwöre es. Da ist etwas. Ich habe es gerade gespürt. Schätzchen, dreh dich um und schau hin. Siehst du, da ist nichts. Mach dir keine Sorgen deswegen. Werte Frau Mutter, hier ist doch was. Jemand hat mir per Digiline anonym eine Nachricht hinterlassen. Starr mich nicht an. Keine Antwort, okay. Kyoko, bist du's? Ja. Wir haben einen weiteren Fall vom Okkultismus-Club, bei dem wird das allerdings persönlich. Ich glaube, die mögen uns, weil wir uns als Detektive mit seltsamen und ungewöhnlichen Angelegenheiten beschäftigen. Und deshalb bringen sie nochmal sehr seltsame und ungewöhnliche Dinge in unser Leben. Allen voran sie selbst. Ja, disst die einfach mal. Und, warum passiert hier jetzt nichts? Und ich sehe schon, komm, wir müssen einfach wieder zurücklaufen. Ich möchte jetzt wissen, ob einer von denen gestorben ist, weil wenn, das wäre einfach mega krass. Das kann ja nicht sein. Albtraumfresser, Schwierigkeit 2. Manaka aus dem Okkultismus-Club hat irgendwas in ihnen. Ihre Digiline spielt verrückt, aber sie gibt uns einen Speicher ab, also... Das machen wir auf jeden Fall. Schön, dich wiederzusehen, Manaka. Was machst du hier so ganz allein? Naja, ich bin möglicherweise in ein Verbrechen im Cyberspace verwickelt. Hast du das der Polizei gemeldet? Das kann ich nicht. Das spielt übernatürliche Dinge mit rein, glaube ich. Okay, es war richtig, damit zu uns zu kommen. Dann erzähl uns genau, was Sache ist. Okay, schaut euch das an. Das sind meine Nachrichten auf Digiline. Soll ich morgens noch einmal in den Club gehen? Sie behaupten, Forschung zu betreiben, aber eigentlich hängen sie nur rum und reden. Es ist nur ein Club von Gleichgesinnten. Vielleicht sollte ich mir etwas Ernsthafteres suchen und dahin gehen. Und einen hübschen Jungen würde ich auch gerne kennenlernen. Habe ich das gerade wirklich geschrieben? Was ist daran so ungewöhnlich? Lies weiter, du wirst schon sehen. Kann es sein, dass Kenji in Make verknallt ist? Lololol, niemals. Sie hat nur an einem Interesse. Sie redet nur über Okkultes. Ist der Typ blind oder was? Er ist so ein Depp. Direkt vor ihm sitzt so eine Süße und er hat nur Augen für May und merkt es gar nicht. Vielleicht sollte ich ihn verführen. Schließlich habe ich die nötigen Reize. Ich sollte mich
Ich sollte nicht mit ihnen geizen. Wie soll ich das sagen? Deine Posts sind nicht gerade zurückhaltend. Aber davon mal abgesehen, verstehe ich nicht, was dein Problem ist. Ich finde sie normal. Das Problem ist, ich habe das nicht geschrieben. Sie wurden einfach plötzlich angezeigt, aber es hat mich so erschreckt, dass ich sie gelöscht habe. Okay, verstehe. Heißt das nicht, dass dein Konto einfach nur gehackt wurde? Irgendein zweitklassiger Hacker will wohl nur ein Spiel mit dir treiben oder vielleicht war dein Computer infiziert. Nee, das ist es nicht. Dann nehme ich mal an, dass bei deinem Post hier etwas Übernatürliches hineinspielt, oder? Ja. Ich habe die Post nämlich nicht geschrieben und ins Internet gestellt, aber das sind meine Gefühle. Was dort steht, sind Dinge, über die ich nicht nachdenke, aber die ich nicht laut ausspreche. Okay, dann ist das ein Auftrag für uns. Ende des 19. Jahrhunderts hatte ein Akademiker namens Enryo Inoue eine Theorie, dass so etwas durch mehrere Versionen des Ichs geschieht. Studien des Übernatürlichen, okay. Die politisch korrekte Bezeichnung wäre dissoziative Identitätsstörung. Okay. Jetzt geht ihr Digiline einfach hier mega alleine ab und... Das Spiel ist einfach so krank. Irgendwas. Ich bin so gespannt, was wir hier erfahren werden, was eigentlich die Ursache von dem ganzen Shit ist. Weil... Hallo, was geht da ab? Ich überfliege die Dialoge jetzt nur noch, weil die nerven mich ein bisschen. Okay. Scheinbar wurden ihre Gedächtnisdaten gehackt, was mega crazy ist. Okay. Manaka ist immer noch nicht hier. Hoffentlich ist es kein Ohm. Ach, Manaka hat unsere Köder ausgelegt. Wenn ich den Täter richtig einschätze, wird er sich auf ihn stürzen. Das heißt, er wird sich mit ziemlicher Sicherheit heute Abend in Eden anmelden. Sobald er erscheint, muss er nur noch festgenommen werden. Aber das sollte auch kein Problem sein. Weil Pete uns helfen wird. Oh, Pete, hi. Lange nicht gesehen. Danke nochmal, dass du mit der Klimaanlage geholfen hast. Ich habe Pete gebeten, sich die Posts des Hackers anzuschauen, damit er Witterung aufnehmen kann. Yep, es hat sich herausgestellt, dass diese Nachrichten Digimon-Spuren aufweisen. Mir kann man nichts vormachen. Ich sag Bescheid, wenn der Täter in der Nähe ist. Auf mich und meine Nase könnt ihr zählen. So, Manaka ist da. Sie hat getan, was wir von ihr erbeten haben. Und jetzt wird es langsam losgehen. Kontakt zum Avatar aufnehmen. Ja. Und Pete riecht ihn. Er ist in der Nähe. Okay, dann gehen wir auf die Jagd. Ja. Da oben wird's wohl sein. Direkt vor dir, schnell, scanne es. Frühreifer Junge. Echt jetzt? Wie habt ihr mich gefunden? Ich wusste es, der Täter ist ein Kind. Sag nicht Kind zu mir, das ist nicht nett. Hey, Moment mal. Du hast mich doch schon mal hier gesehen, oder? Wie hast du es geschafft? Ich sollte gar nicht zu sehen sein. So war das also, hm? Ah, mein kleiner Hilfsdetektiv ist so sensibel, was digitale Wellen und Sondernetzwerke angeht. Der Schuldige konnte sich nicht ewig verstecken. Das kleine Detektiv eben. Aber genug davon, du schuldest uns ein paar Antworten. Heißt das, du bist auch eine Detektivin? Wow, du bist so hübsch.
Ja, beantworte nur meine Fragen. Wer bist du und wie hast du es geschafft, solch einen komplizierten... Ich bin ein genialer Architekt. Ich bin kein einfacher Hacker oder Programmierer. Habt ihr vom Baku-Wiedergeburtsdienst gehört? Das ist ein besonderer Dienst hier in Eden. In Fällen, in denen ein Nutzer oder Eden permanent verlässt oder stirbt, sammelt dieser Dienst alle Daten des Nutzers und löscht sie. Und ich organisiere das. Jetzt tu nicht so überrascht. Kinder verstehen die digitale Welt einfach besser als Erwachsene. Ich habe autodidaktisch gelernt und bin Gruppen beigetreten, um Informationen auszutauschen. So bin ich bei F&I für Unternehmen gelandet. Ach, aber ich werde nicht für einen Genie gehalten, weil ich für den Dienst verantwortlich bin. Ich habe ihn auch entwickelt. Was ich über Baku gesagt habe, dass ehemalige Nutzerdaten gesammelt und gelöscht werden, stimmt nicht ganz. Es geht noch darüber hinaus. Er sammelt nicht nur Daten eines Kontos, er organisiert sie darüber hinaus. Fast so, als ob er über einen eigenen Verstand verfügt. Sogar mich überrascht das. Ich hätte nicht gedacht, dass der Dienst so präzise und wohlüberlegt handeln würde. In diesem Fall hat die Schöpfung den Schöpfer wirklich übertroffen. Aber so sollte es bei solchen Dingen auch sein, nicht wahr? Ich verstehe, Baku Wiedergeburtsdienst. Sag mal, bezieht sich der Name Baku auf das Fabelwesen, das Albträume verschlingt? Ja, ganz genau. Ich habe es so genannt, weil Daten, die wir online nicht zeigen wollen, auch irgendwie ein Albtraum sind. Und indem du Baku auf dich selbst angewendet hast, konntest du... Ha, ich verstehe schon. Du hast das oberflächliche Aussehen deines Avatars an deinen Baku übergeben und es vernichten lassen. So konnte niemand wissen, dass du anwesend warst. Aber du hast die Daten nicht ganz entfernt, du hast den Dienst angewiesen, sie zurückzubringen, wie ein Hund, der dem Jäger Beute bringt. Oh mein Gott, du bist wirklich schlau. Ja, du hast mich erwischt, beeindruckend. Ich finde es toll, mal einen klugen Erwachsenen zu treffen. Wahrscheinlich hast du den gleichen Trick benutzt, um an Manakas Gedächtnisdaten zu kommen, hm? Ja, ich habe sie kopiert, aber nur ihre Kurzzeitgedächtnis. Was man im echten Gehirn im Hippocampus finden würde. Aber selbst ein so fortschrittliches System wie Baku kann nicht auf Erinnerungen einer Person zugreifen, die gerade aktiv sind. Das ging definitiv zu weit. Ich weiß, dass das nicht gut wäre. Ich gebe deinem Hilfsdetektiv, was ich kopiert habe, da ihr euch dafür zu interessieren scheint. Es ist wirklich wie ein Baku, nicht wahr? Ich glaube, ich verstehe die aktuelle Situation jetzt mehr oder weniger. Ich bin, was ich bin. Ich bin, was ich nicht bin. Das ist wohl die beste Beschreibung für deinen Partner. Was der Partner für diese Welt ist. Ich vermute mal, dass er auch einen Bakumon hat. Wow, dieses Kind? Er ist der Täter? Ich hätte nie gedacht, dass es jemand ist, der so jung ist. Die kennen sich also schon aus Eden, okay. Und sie glaubt, dass er eigentlich ein gutes Herz hat. Er ist nur ein bisschen frühreif. Und jetzt übernehmen wir hier eine gefährliche Mission, oder was? Okay, wir haben die URL bekommen. Das heißt, wir können jetzt in dieses... ja, Gebiet gehen, wo... was auch immer auf uns wartet. Ja, und da sind wir wohl. Ohne, dass ich irgendwas machen konnte. Mal eben kurz ins Digilab gehen und uns heilen. Und ich würde sagen, dass da der Part sich schon wieder in 30 Minuten nähert, beenden wir ihn hier und gucken dann im nächsten Part, was jetzt wirklich auf uns wartet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, es war jetzt wieder so ein Dialogpart. Das gehört leider zu dem Spiel dazu. Aber wir haben auch wirklich einiges erfahren, also ist okay. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank!